Bei dem Thema, über das ich heute Abend reden will, geht es ja um Krisen, um Kriege, um bewaffnete Konflikte. Und das ist ja etwas sehr Konkretes. Im Krieg werden Häuser zerstört, da kommen Menschen ums Leben. Es wird Kommunikation, Vertrauen zwischen Menschen zerstört. Es werden Flüchtlinge produziert, Sprachlosigkeit. Das sind Dinge, mit denen Journalisten sehr gut umgehen können. Da lassen sich gute Reportagen drüber schreiben. Wenn man aber als Journalist in solchen Krisengebieten unterwegs ist und die Augen offen hält, dann stößt man eigentlich auch allgegenwärtig auf Utopien, die diese Menschen, die in dieser Situation leben, für sich entwickelt haben. Wir, das ist Peace Counts, wir sind ein Netzwerk von Journalisten. Wir sind ungefähr 2 Dutzend Journalisten, Fotografen, Schreiber und auch Friedenspädagogen. Und haben uns eben diese Aufgabe gestellt, die Arbeit von diesen Friedensmachern zu dokumentieren und an große Magazine, an Radiosender weiter zu vermitteln, um die Arbeit von diesen Menschen bekannt zu machen. Wir haben festgestellt, dass Utopien sehr, sehr simpel daherkommen können, Visionen vom Frieden. Ich möchte mal eine vorlesen, die mir in Medellin jemand erzählt hat. Der sagte mir: Ich stelle mir vor, dass in 20 Jahren Leute nicht nur aus meinem Viertel wegziehen wollen, sondern dass auch Leute außerhalb in mein Viertel ziehen wollen und hier leben. Das klingt zuerst mal sehr naiv und simpel, aber wenn man diesen Mensch kennt, dann sieht man, was da auch für eine komplexe Analyse dahinter ist und vor allem für ein ausgetüfteltes Instrumentarium von diesem Mensch und seinen Mitstreitern, um diese Friedensutopie tatsächlich zu verwirklichen. Comuna 13 in Medellin, die zweitgrößte Stadt Kolumbiens. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist Medellin ein Hotspot des internationalen Drogenhandels, immer noch, auch nach Pablo Escobar. In dieser Comuna 13 herrscht ein permanenter bewaffneter Konflikt zwischen Gangs, die sich diese Comuna 13 aufteilen. Es gibt Fronteras Invisibles, unsichtbare Grenzen, über die nicht hinübergegangen werden darf. Also die Comuna 13 ist wieder in ganz viele verschiedene kleine Parzellen unterteilt, wo sich die Gangs ihr Territorium streitig machen. Es kommt täglich in dieser Comuna 13 zu Schießereien zwischen diesen Gangs und auch zu Toten. Speziell die Jugendlichen leben da in einer sehr riskanten Situation, da natürlich gerade junge Männer ab 13 Jahren im besten Alter sind, um sich diesen Gangs anzuschließen. Viel mehr andere Perspektiven haben sie nicht. Einer davon, Matteo, 14 Jahre, er macht Rapmusik. Er gehört zu der Gruppe Escalones, die sich aus einem halben Dutzend Rapper zusammensetzt. Die Zahl, die schwankt. Zum einen, weil immer wieder Freunde dazukommen, die neue Perspektiven suchen. Zum anderen aber, weil auch welche erschossen werden. Sein Bruder wurde am 24. August 2010 erschossen. Wichtiger noch, aber als die Tatsache, dass sie für sich Musik machen und dann auf Festivals die vortragen, ist der Zusammenschluss der verschiedenen Rap-Bands untereinander. Es hat sich die Elite der Hip-Hop gegründet, wie gesagt, ein Zusammenschluss von 80 Rappern, auch Graffiti-Künstlern und Breakdancern, die sich gegenseitig Mut machen, die sich unterstützen, um Festivals zu organisieren, die aber auch eine Hip-Hop-Schule gegründet haben, um jetzt auch andere Jugendliche neue Perspektiven aufzuzeigen. Sie gehen also in die Schulen, machen dort direkt Werbung bei den Schülern und machen das seit Dezember und haben auch einen riesen Erfolg bisher. Also 400 Schüler haben sich schon angemeldet, die da regelmäßig jetzt von denen Rap-Unterricht bekommen. Diese Geschichte ist ein Beispiel von einer Reportage, die wir produziert haben, die zeigt, dass relativ einfache Menschen, wie hier diese Rapper, wie der Matteo, in der Lage sind, mit ihren Mitteln andere Wege zu gehen und auch andere Menschen davon zu inspirieren, das Gleiche zu tun. Auch in der Friedens- und Konfliktforschung ist die Bedeutung der Zivilgesellschaft bei der Lösung von bewaffneten Konflikten hat eine enorme Bedeutung gewonnen. Wenn wir heute die Nachrichten anschauen und uns die Konflikte betrachten, dann ist es in der Mehrzahl
sind es Konflikte, die nicht zwischen Staaten, sondern zwischen Gruppen innerhalb eines Landes ausgetragen werden. Die Opferzahlen insgesamt sind gesunken, aber der Anteil der Zivilisten an den Opfern ist drastisch gestiegen. Bis vor dem Ersten Weltkrieg waren nur 90% der Opfer waren Kombattanten. Jetzt Anfang des 21. Jahrhunderts sind es 20% der Opfer sind nur noch Kombattanten, der Rest sind Zivilisten. Also wir produzieren, wie gesagt, seit 2003 Reportagen weltweit von Afghanistan bis Zypern und schicken da immer jeweils einen Fotograf und einen Schreiber hin. Die gehen da, sind da längere Zeit vor Ort, schauen sich die Projekte, die Menschen an, recherchieren die Hintergründe, kommen zurück mit der Geschichte und publizieren die dann hier in Deutschland, in Europa und auch anderen Ländern. Wir waren mittlerweile in über 40 Ländern, Krisenregionen auf der Welt, haben in vielen Hotspots auch mehrfach viele verschiedene Reportagen gemacht und dann natürlich probiert, jetzt da Gemeinsamkeiten oder auch Hinweise zu finden, was denn wichtig ist für diese Menschen, um erfolgreich Frieden schaffen zu können. Was uns auffiel, ist bei aller Unterschiedlichkeit der Ursachen und der Methoden, dass die Friedensmacher bestimmte Grundvoraussetzungen als Persönlichkeiten mit sich bringen müssen. Sie hatten alle eine Friedensutopie entwickelt, die ihnen erlaubte, über diese momentane Situation hinauszudenken und sich vorzustellen, wie denn ein fairer Machtausgleich, ein Interessenausgleich zwischen den Gruppen stattfinden könnte. Alle müssen die Fähigkeit eines Unternehmers mit sich bringen. Sie müssen Menschen motivieren, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen. Sie müssen Geld verwalten, einem Projekt dranbleiben, auch wenn es natürlich immer wieder Schwierigkeiten gibt und sie viele Hindernisse überwinden müssen, kommt es darauf an, quasi das Unternehmen auf Dauer zu sichern. Durchweg sind uns Menschen aufgefallen, die ganz profunde Kenntnisse haben des Konflikts und entsprechend Rücksicht nehmen können auf Empfindlichkeiten beider Seiten und deswegen überhaupt in der Lage sind, diese Leute wieder ins Gespräch zu bringen. Im Grunde bieten alle Friedensmacher aus dieser Zivilgesellschaft einen Vorteil, von dem internationale NGOs und große multinationale Bürokratien wie die UNO nur träumen können. Die sind direkt an der Basis, am Problem, an den Menschen, wo die Hilfe und ihre Unterstützung ankommen soll. Ich würde jetzt gern versuchen, mit genau jenem Menschen, dessen Utopie ich am Anfang zitiert hatte, dass nämlich Menschen in sein Viertel ziehen werden in 20 Jahren, Kontakt aufzunehmen. Der sitzt jetzt gerade in der Kommune Tresse, in der Zentrale von der Elite Hip-Hop und ich probiere mal mit Skype an ihn ranzukommen. Hola, Jago. Hola, Timan. Ya te voy a pasar la primera pregunta. Un señor preguntó qué es lo que necesitas tú personalmente para poder llevar a cabo ese trabajo que estás haciendo. ¿Cuáles son tus necesidades personales para tener la fuerza de hacer ese trabajo? Sí, ahí son varias cosas. Uno, hay cosas que ya se han logrado que nos dan como oxígeno, ¿cierto? Como poder ver los niños cuando ya empiezan a bailar, bueno, algo que tú ya también viviste, poder ver que los niños ya aprenden a pintar, a rapear, y que los niños ven en eso una opción, es una de las necesidades que tengo a diario, poder ir a las clases para retroalimentarme y oxigenarme. Es una de las cosas. Also er sagt, eine Sache, die ihm täglich Sauerstoff verleiht, um zu arbeiten, ist, wenn er in den Unterricht geht und dann sieht, wie da die Kinder rappen lernen und tanzen und Graffiti malen. Das ist, was er braucht, da das immer wieder auch dann zu sehen. ¿Cuál es más? Bueno, lo otro es poder seguir haciendo mi música y contando, denunciar, proponer a través de la música. Eso es una necesidad, muy desde el espíritu, muy desde el espíritu. Ya enseguida voy a contar también como necesidades personales, pues como en lo material, digámoslo así.
Also außerdem ist für ihn es extrem wichtig, sich weiterhin über seine Rapmusik auszudrücken und damit seinen Geist zu nähren. Das ist was, was für ihn fast noch wichtiger ist, wie jetzt die materielle Grundlage für seine Arbeit. Mundo con otros colores, olores, sabores, mejores amores, soñadores, autores de la felicidad, gestores, somos nosotros los hacedores de propuestas contra el dolor, propuestas que te retumban y dicen que aquí sí hay amor. Escuchas el aplauso. Gran aplauso para ti.